herzlich willkommen zu dem Video. Ich dachte mir so, wenn ich hier mein 0 Uhr Feuerwerk verleite, dass ich euch noch mal ein bisschen mitnehme. Aber ich zeige euch erstmal ein bisschen, was so drin ist. Also am Anfang, hier vorne mache ich noch einen Flashbang, den zünde ich dann so. Dann mal die Elysium, zweimal gefächert. Danach die Alligator mit einem kleinen Poison-Fächer. Wenn das abgebrannt ist, dann kommt die Galaxis einmal. Dann zweimal mit einem Fächer die Tiger and Dragon. Beastmaster hier in der Mitte. Und irgendwelche zwei kleinen Komet-Batterien. Ich weiß auch nicht, wie die heißen, die waren aus irgendeinem Sortiment. Nachdem zweimal die Painted Sky auch gefächert. Das habe ich da so mit Holzkannen gemacht, dass die so leicht angeschrägt sind. Die gehören mit so ein bisschen im Finale. Weil die Zinschen lasse ich dann gleich nämlich hier weiterlaufen, weil sonst mache ich die erstmal an die Ersatzzinschnur, damit das alles so nacheinander abbrennt. Aber die Zinschnur geht dann weiter hier von der Hauptzündung. Da, wenn ihr sie seht, geht dann direkt auf diese ganzen Batterien hinten. Das hier ist einmal die Shock Attack, das die Black Ice, das die AC/DC, glaube ich, die dieses Jahr bei Penny war. Und das hier die Geyser Outblast 2.0, die kommt dann so am Ende, weil die so coole Salven hat und die kann man gut so zum Ende benutzen. Deswegen, die schießt ein ganz bisschen verspätet, damit die auch als letztes schießt, damit diese 10er Salven, die da rauskommen, auch wirklich zuletzt schießen. Und ich zeige euch mal, wie ich das verleite. Übrigens, dieses Brett habe ich mal nachgerechnet, hat mich interessiert, hat knapp 5 Kilogramm NEM, also geht schon klar. Ich hätte zwar gerne noch ein paar mehr drauf gemacht, aber ihr seht, das Brett ist nicht so groß. Ja, und dann ist es hier vorbei, hier muss ich echt aufpassen. Oder hier habe ich Angst, weil hier ist so ein ganz kleines Stückchen von der Black Ice, was da nicht drauf ist. Und wenn die da richtig Wucht kriegt, ich hoffe, der Heißkleber hält das einfach, dass sie nicht umkippt. Genauso wie bei den allen anderen Batterien. Aber das hat die letzten Jahre auch alles geklappt, also ich denke mal, da wird nichts passieren. Ja, ganz normal zum Anfang nehme ich die grüne Visco. Wenn es ganz schnell gehen soll, das ist, wenn die Batterien einmal abgebrannt sind, dass sie zur nächsten sollen. Hier habe ich hier die rote. Nochmal die grüne, einfach als Sicherheit. Und wenn es nicht so schnell gehen soll, vielleicht nutze ich die auch gar nicht, hatte ich letztes Jahr einfach hier die gelbe. Ja, ich mache das immer so, ich verbinde die mit Kabelbindern hier und schneide die dann ab. Kommt dann noch Alufolie drum. Ja, es ist zwar eine richtige Scheißarbeit, das zu machen, aber es muss gemacht werden. Also bei mir dauert es auch immer relativ lange, weil ich das perfekt verleiten will, damit nichts schief geht. Ja, wie gesagt, Alufolie kommt noch drum, damit der Funkenflug verringert wird. Und ja, dann verleite ich jetzt erstmal ein bisschen. So, kurze Zwischenbilanz. Ich habe jetzt das vorne schon alles miteinander vernetzt. Kabelbindern. Und wenn ihr euch wundert, was hier so raschelt und rauscht, das ist, mein Hals läuft an, weil es ist echt kalt, obwohl ich in der Garage bin. Da rette ich mir mein Leben hier. Geil. So, dann ist da die rote Litze verbaut, die dann zur Galaxis kommt. Wenn die Galaxis durchgebrannt ist, dann brennt es ja immer in die Ersatzzündschnur und da verbinde ich dann immer die nächsten Batterien. Haben wir da hinten auch mit roter Litze. Dann die beiden Tiger and Dragon. Und ja, jetzt verbinde ich die Tiger Dragon mit Beastmaster und die beiden Komet-Batterien. So, ich bin jetzt fertig mit Verleiten. Hat wieder eine ganze Zeit gedauert. Aber dafür geht's einigermaßen. Also für die Übergänge hier habe ich immer rote Litze verwendet. Ja, sieht man ein bisschen amateurhaft gemacht, aber hoffentlich klappt es auch wieder so wie die ganzen letzten Jahre. So, hier Painted Sky doppelt geschossen. Die werden auch zur Hälfte mit ins Finale eingebunden, deshalb gehen die direkt hiervon mit zur Black Ice, die dann da gezündet wird. Oh, gehen wir auf die andere Seite. Und hier, wenn die Komet-Batterie fertig ist, zündet er auch die andere Painted Sky und hier mit gelber Lunte oder gelber Litze ist das mit der Shock Attack verbunden. Und da ihr wundert euch jetzt eigentlich Finale. Die gelbe habe ich hier benutzt, weil der Weg ein bisschen länger ist als da drüben, damit die so ungefähr zeitgleich zünden.
Und hier habe ich auch nochmal die gelbe nach ganz hier hinten gelegt, dass die AC/DC doppelt zündet hier. Habe ich sie einmal hier verbunden und einmal da. Ja, das habe ich auch ein bisschen mit Zeitverzögerung gemacht. Wie gesagt, dass die Gager Outblast 2.0 als letzte schießt. Deswegen hier noch eine kleine Überbrückung mit grüner Litze und dann solltet ihr auch zuletzt schießen. Und ja, dann wird jetzt alles nochmal mit Aluband abgeklebt. So, und damit bin ich jetzt auch fertig mit der Alufolie. Also Alufolie ist dazu da, um den Funkenflug zu verringern, damit nicht überall die Funken rumfliegen und irgendwas anderes dazu entzünden können. Das habe ich jetzt mal hier so an den wichtigsten Stellen gemacht. Ja, da, hier ist sie ganz lang, hier und hier drüben. Ja, das mache ich jetzt mal fest und ja, so sieht mein 0 Uhr Brett aus. Hoffentlich passt das Wetter einigermaßen, soll ja nicht so prickelnd werden. Und jo, das war's dann mit diesem Video. Ciao. Das ist ein Blitz über der Stadt und die Sterne zerfallen im Takt. Helle Farben, mehr Handy, Nacht. Sekunden später folgt der Bass und der Knall. Ist so laut der Hall, spiegelt sich im Hochhaus. So lang wieder, bis die nächste Rakete losrast.